Hi zusammen, Leute, ich bin der Bruger, das hier ist ein neues Horrorspiel und jetzt lese ich euch mal ein paar Leute vor, die mich unter anderem monatlich finanziell supporten. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Bexking 1990, Binchen Maya, Bluefire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dragmoon, Erasion Korane, Green Tiger B, Jan Lehnhardt, Jason Kugel, Joel Buck, Kaiser Lati, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Luigi, Master Exploder 5000, Mike Chan, Metal Dragoner X, Michelle Sanchez, MJC Cards and Games, Natascha Breyer, Nizumi, Nini Pink, Pupo Fischpop, Ralf 66, Rufus Platus, Shane, TSGTV, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Stanimir Stanev, Tami, Vantan und Wölfchen 099. Hi zusammen, Grey Little Incident, Leute, das ist das Spiel, das wir jetzt heute spielen. Ich bin auch grau, natürlich gewollt. Und ich danke nochmal ganz lieb den Leuten, die mich monatlich supporten mit der Kanalmitgliederunterstützungsoption, denn das hilft mir sehr, sehr weiter in so einer bisschen happigen Zeit. Und ich bekomme auch in letzter Zeit recht viele Super Thanks, also Leute, die da ein bisschen was geben, wenn sie was schreiben. Das finde ich sehr, sehr cool von euch. Vielen lieben Dank. Ist aber keine Pflicht. Die einzige Pflicht, die wir haben, ist Spaß und Gruseln. Und das haben wir ja hoffentlich. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal. Ist jetzt, wie gesagt, neu erschienen, das Spiel. Ist auch für Konsolen, glaube ich, draußen. Also ich habe es zumindest gesehen, dass es für die PlayStation 5 erschienen ist. Aber jetzt erstmal genug des Laberns. Ich wünsche euch viel Spaß mit Refugium Games. Refugium. Und Grey Hill Incident. Guys, can you hear me? My husband said he spotted someone or something next to our car again. I know this sounds weird, but he said it looked like an alien. But they ran into the cornfields and disappeared. I'm going to call the police. Amy, don't. I don't trust the cops or the government, or anyone else for that matter. And you shouldn't trust them either. We created our neighborhood watch for this exact reason. Brandon, I understand the situation, but this needs to stop. It's also absolutely irresponsible to send Ryan out tonight. Amy, don't tell the officials anything. Otherwise, we all end up in the nut house. Are you trying to tell them we think there's little green men running around? Gray, Brandon. They are gray. The only thing we can do in our situation is to board up our windows and doors. I'll try to rest a bit. But Amy, trust me. You don't want to end up in the psych ward. I've paid a high price to break free. The only way to escape was to... You've told your stupid story 1,000 times. In Vietnam, we dealt with things worse than that almost every day. What does Vietnam have to do with it? Whatever. I always wear my tinfoil hat when I leave my camper van. I believe the aliens have the ability to control us through telepathic powers. I'm convinced that the hat protects me. Hey, guys. Henry's been acting strange since he came home from the forest this morning. I don't know what's going on with him. Ryan! Hey, my kitty cat's also behaving really strangely. And she hasn't come home yet. Please, look for her during your shift. I'm really lonely without her. Henry is more important right now. But if I find your cat, I'll let you know, Bob. All right. I'll reach out to the other neighbors. I'll tell them to board up all their stuff. The fact is, our government is hiding something from the people. Things like this just don't happen here in Grey Hill. It started with Roswell, and it's been increasing since the 60s. That is the way it is. Are you and your bat ready for the night shift? Ryan Baker, the King of Baseball. Yeah, Brandon. I am. Don't forget to visit us later, Ryan. We'll make some coffee for you. Alles klar, ihr habt's mitgekriegt. Yeah. Sure. Es ist so eine Art Neighborhood Thanks, Watch. Nur, dass wir es nicht nach bösen Leuten auszuhalten, sondern nach Aliens. Okay. Was ich ein bisschen verwunderlich finde, das hier heißt Grey, also mit E. Und Grey ist, also mit E, ist eigentlich geläufiger im British English. Und Grey mit A schreibt man eigentlich mehr so im Amerikanischen. Aber es ist im Prinzip dasselbe Wort, ne? Von daher. Oh, ich habe eine Taschenlampe. Mal vor wie bei Amnesia gerade. Ich habe so eine Pumptaschenlampe. Warum nimmst du das Funkgerät eigentlich nicht mit?
Das sieht schon geil aus. Henry, tell me what you saw in the forest today. You should ask Rachel, that crazy girl. Warte mal, ich muss mal. Es ist sau leise gerade. Warum ist es so leise? Okay, man kann nur die Untertitel einstellen. Fantastisch. Henry, is someone in your room? Is Rachel in there? You should stop bothering me. What's going on with you, Henry? Tell me. Who's there? I'm going to your room, Henry. Stay here. Ah, guck mal. Zeitungsausschnitt. Joe, der Bauer, sammelt Zeitungsausschnitte über vertuschte Vorfälle. Kann ich das irgendwie noch lesen? Nee, okay. Ich muss echt ganz schön nah an die Türen ran, übrigens. Someone was in your room. They went out the window. Was steht da? Potoka, komm, Micho. Max is barking. Nee, echt? I shouldn't do that now. Ey, Max, wo bist du? Die Taschenlampe hält ja echt nicht lange. Guck mal, die ist schon wieder ganz schwach. Max, stop barking! Who's there? Fuck. Is someone in the shed? Be quiet! I need to find something to break this door. Okay. Ey! Was machst du da drin? Ich brauch irgendwas, um den Schuppen aufzubrechen. Oh, wo ist hier was? Okay. Das. Ach, guck mal, da ist ja Brecheisen. Ja, damit einige verschlossene Türen öffnen. Ich habe jetzt gedacht, ich muss ins Haus, aber... Nein, ich habe es wirklich nicht gespielt. Ich habe, glaube ich, die Demo damals gezockt, aber die war ganz anders. The unidentified, oh Gott. No, Max! Ey, die Tür geht nicht auf. Oh, guck mal, sogar durch diese Lochgitter da geht, also dieses Lochblech geht das durch. Was ist er denn? Max! Ich höre mich gerade. Max! Stay here! Max! 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 Wo ist er denn? Max! Max! Max, gibt's Snacks? Wo ist er denn? Scheiße. Sounds like the neighbors are boarding up their windows. I guess I should do the same. We should all do the same. Man. I hope this is over soon. What the hell was that light? Wo hab ich denn die Hammer und Nägel hier? Keine UFOs. Ich finde übrigens, das ist sowas. Da kann man noch so viel draus machen, oder? Aus UFOs und Aliens. Dad, it wasn't Rachel, right? Yeah, he locked the door and ran out of the roof. It's okay, he's gone now. But there was a strange light. Look, the TV. It's working now. Good evening, ladies and gentlemen. Lunatics and conspiracy theorists claim to have seen a UFO. The minority tries to convince other people that the small green aliens are real.
The government has checked into this incident and has announced that this UFO, fortunately, is just a weather balloon. Ist schon klar. This movement that you'll see in a few seconds is just a reflection on the lens of the camera. There is no reason to concern. And don't forget to be aware of the small green man in your backyard. Your Mr. Broker. Wow. Als wäre ein Nachrichtensprecher so unseriös und würde sagen, pass auf die Männchen im Hinterhof auf. That is not a weather balloon. They're lying. The government is lying and they're trying to hide it from us. Brandon was right. They're already in Grey Hill. We can't talk about it to the police. They'll just lock us up in a psych ward. Dad, we need to get out of this cursed place. I hate this neighborhood hole. Ryan, are you there? I'll go talk to Brandon. The government knows, habe ich übrigens bekommen, das Achievement. So, wie kann ich das jetzt? Ich muss mal ganz kurz gucken, wie sind die Einstellungen? Ach hier, gehen, sprinten, kriechen, interagieren, verlassen, Kurbel, Taschenlampe F, Taschenlampe wegstecken, Walkie-Talkie, Tab, Revolver, Rechtsklick. Schlagen, Mittelklick. Okay, losreißen, verstecken. Ach, das Walkie-Talkie steht ja erstmal im Schlafzimmer, ganz vergessen. Die Nachbarschaft kommuniziert die meiste Zeit über ein Walkie-Talkie. I'm here. Ryan, something is wrong with Joe Parson, the farmer, you know? He called me a few minutes ago. He was very afraid. Then the radio connection became broken off by something. He is working on the field near your house. You must check immediately what happened to him. Okay, I'll go check on him. By the way, someone was in Henry's room. They escaped out the window. I almost caught them in our shed, but there was a strange blue light. I'm sure they're here. Pull yourself together. Have you seen the TV news? No one will help us. We're all boarding up our windows currently. I know how to shoot because of the Vietnam War, and you can handle the baseball bat. We will overcome this night and drive to our holiday home by tomorrow. Don't forget how I shot your son's hat off while wearing it when I was drunk at the barbecue last summer. Brandon! Imagine how you I can still handle have a to gun pay when for I'm that. Sober. What the fuck? Leaving town tomorrow sounds like a good idea. I'll keep you updated. Over and out. Hat er mir den Hut runtergeschossen? Unserem Sohn? Ist noch ganz sauber. So, was soll ich jetzt machen? Ich soll zu den Nachbarn gehen, aber ich brauche noch meinen Baseballschläger oder was? Ist er denn? Was ist überhaupt? Die Handkurbeltaschenlampe. Brandon hat mehrere von diesen Taschenlampen aus Vietnam mitgebracht. Wir benutzen sie, weil die anderen Probleme in der Nacht haben. Ich glaube, sie funktionieren wegen der Kurbelfunktion, aber der Dynamo funktioniert nicht. Hier, The Abduction, die Entführung von James Freeman. Ich habe dieses Buch in den 80er Jahren gekauft. Mein Bruder Bob hat in seiner Kindheit etwas Ähnliches erlebt. Kann sich alles angucken, wie geil. Zauberwürfel, das habe ich vor 10 Jahren bekommen und immer noch nicht herausgefunden. Alter, was ist das für eine Dreckbude? Guck mal, was da auf dem Boden alles für Müll liegt. Krass. Ist das sowas wie ein Questlog? Können wir mit Henry reden? Nö, ist ihm egal. Die Fenster vernagelt, das machen jetzt alle, sagte er. Was ist denn mein Kram, den ich brauche? Soll ich jetzt einfach mal rausgehen? Ich lasse mal die Tür auf, vielleicht nehmen sie unsere Kackbratze von Sonja mit. Aber auch kein Basie, ne?
Was ich ein bisschen schade finde, dass die Gespräche sich überlappen. Die Lappen. Ich komme hier aber nicht vom Gelände runter, da sind überall Zäune und ich kann es, glaube ich, nichts öffnen hier. Boah, der hat aber echt wenig Ausdauer, der Kerl, ne? Da, nicht mehr rennen. Das ist ja der Hinterhof anscheinend. Ist doch da vorne... Ja, ich versuche mal vorne rauszugehen, wie wir es damit... Ist vielleicht die Idee. So. Aha. Howard. Was? Ich habe Feigling bekommen, weil ich mich irgendwo versteckt habe. Interessant. Macht eigentlich schon Sinn mit diesen, mit den Taschenlampen, weil Elektrizität stören die ja offensichtlich. Was, das sollte ich nicht tun. Welcome to Greyhill. Maybe I should turn around. Okay, was soll ich denn machen? Holzbrecher von Joe Parson. Joe Parson hat mir letztes Jahr diese Axt verkauft. Er sagte, sie könne Holz dreimal schneller hacken. Ich glaube, das war eine Lüge. Ja. Werkzeuge sind ja so viel wert wie der Besitzer, ne? Im Prinzip. Einige. Nicht alle. Aber wenn du zu doof bist zum Holzhacken, dann hilft dir die beste Axt halt nichts. Also das ist keine +2-Axt. Eine ganz normale Standard-Axt. Hier ist halt nichts, ne? Aber was mache ich jetzt? Übrigens, um meinen Cursor rum sieht man so ganz schwach die Konturen von meiner Ausdauer, wie es ausschaut. Guck mal, seht ihr das? Das war echt minimalistisch, du. Mit dieser Gitarre stimmt etwas nicht. Was? Mansa Mansa Soda. Jeder liebt die Mansa Mansa Limonade. Ich weiß ja nicht. Delicious habe ich gekriegt. Achievement. Fragezeichen, Fragezeichen. Kann man den PC ausmachen? Nur mal so. Sag mal, hast du nichts Besseres zu tun, als hier rumzugammeln vor der Kiste, wo eh nichts läuft? Hey, guck mal, Trophäen habe ich auch. Brandons Trophäe. Brandons Trophäen vom Schießstand hat er an alle Nachbarn verschenkt, weil er keinen Platz mehr hat, um sie aufzubewahren. Wow. Lustig. Ich dachte, das wären unsere. Die Bibel von Vater Graham. Vater Graham hat mir die Bibel gegeben, weil diese Bibel seit sie uns verlassen hat. Die nehme ich von Vater Graham. Vater. Wow, hier ist ja ein Tor. Oh mein Gott, und ich renne die ganze Zeit hier rum. Ich habe mich schon entdeckt, finde den Farmer Joe Parson im Hauptmenü. Ryan, is everything all right? I don't think so. Damn it. Oh, Kacke. Wir haben die ganzen Kühe hier gekillt. Ich habe gar nichts gemacht. Arme Viecher. Keiner im Traktor.
Kann mich da drin verstecken, wie cool. Ach so Scheiße, die armen Viecher. Was ist denn Joe? Ich glaube nicht, dass er hier ist. Ja, dann lebt er nicht mehr. Ja. Mann, die armen Kühe. Da liegt was. Wo kann das Objekt? Was ist das? Mit einem Magazin für die Knarre? Von den Aliens? Also eine Taschenlampe, die ist halt echt dunkel, ne? Hey Joe! Och nö. Kühe sind so liebe Tiere. Ja, die haben auch keinen Bock auf den Scheiß hier. Mit die Aliens. Den halt auch nicht. Der Typ, der ist nichts in der Nähe hier. Oh Junge, mach mal Cardio, ey. Es dauert doch voll lang, guck mal, wie es die Ausdauer wieder regeneriert. Ich glaube, ihr seht das gar nicht, wenn ihr es nicht irgendwie auf dem großen Bildschirm seht. Das? Alter. Klacke die Klack, klicke die Klack. Das ist was. Katze, was ist mit der Katze? On her head. I mean, it looks like Kitty. I should bring her to his caravan. Ich hab die Kitty auf dem Arm und sie leuchtet, Alter. Werde ich jetzt vielleicht hier durch? Aha, jetzt ist das Tor auf. Eben war noch alles zu. Als ich hier durch wollte. He already boarded up his door weeks ago. I'll have to try the dormer window on his roof. Was? Soll ich denn aufs Dach kommen jetzt? War alles mit Alufolie. Ja, daran hat er nicht gedacht, ne? Hupsala. Hey Bob, da kocht was bei dir. Was? Subwater, direkt, directed by Keith Cameron. Der Aluhut, was? Movie of the Year. Baseballschläger, ich werde es heute Abend brauchen. Okay. Was? Die haben mich entführt. Bob hat ein Buch über seine Entführungserfahrung geschrieben. Leider kann er keinen Verleger finden. Okay, wenn man auch so ein Cover hat hier. Ryan! Wow! I thought that was you in my room. The Lunatic. Is this Kitty? My cat? Yeah. I caught her out in the field near the trap. What does she have on her head?
I don't know. It makes a strange noise. It sounds like electricity or something. Oh, and Bob, I had a strange encounter in my backyard. There was also some kind of weird electricity. I'll tell you about it later. Let's look at the cat first. Put her on the table. I'll take a closer look. Wo? Welcher Tisch? Looks like an implant, or some kind of probe. Ryan, I think they abducted Kitty, and had experiments. By the way, have you boarded up your house? It's really dangerous in Gray Hill these days. No, not yet. You should do it immediately. You need to wear a tinfoil hat. Your son Henry, too. They go into your brains by telepathy. Also, don't forget, don't ever tell anything to the police. As Brandon said before, the government knows it. Now, take this preparation for your walkie-talkie. The tinfoil's on the kitchen desk. Was für Tisch? Was bezeichnest du hier als Tisch? Da hat ihr überall hier Alufolhüte. Das hier? Tinfolien-Upgrade. Bobs Schöpfung. Aliens können unser Walkie-Talkie nicht abfangen, wenn wir es benutzen. Wenn du meinst. Ryan, please check the monitors. Fast. What the hell is this? No, 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 something very bad is happening. Nicht die Kühe, Alter. Das Achievement habe ich auch gekriegt, der hier. Down the door with your baseball bat. And take care. Alter. Henry, can you hear me? Warum soll ich durch diese alte Scheune gehen? Das macht doch keinen Unterschied. Ja, also wird schon nicht so unsicher sein. Achtung. Ah. Bauzeichnung von Joe Parson. Alien im Maisfeld. Gestern gesehen. Du musst das Brandon morgen melden. Ja, er schrieb sich eine Notiz. Ich glaube, er hatte Alzheimer. Okay. Picasso. Was zum Geier. Komme ich jetzt hier durch? Wie komme ich hier? Jetzt hier auf ewig gefangen. Ach ne, hier geht's weiter. Bam! Ist er? Harry! I think I remember there being a fence through the cornfield. I
just need to get around the silo over there. Im Ernst? So Leute, ich mach mal Schluss hier. Ich weiß nicht, wie viel ich rausschneiden muss, weil ich habe echt ein bisschen abgesucht die ganze Zeit. Aber das war der erste Part für Grail Incident. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und wollt wissen, wie es weitergeht. Wenn es so ist, dann klickt auf das nächste Video. Und wir sehen uns wieder. Ich bin der Bruger. Macht's gut. Tschüss.